Guten Morgen, meine Freunde. Ein wunderschöner Tag ist hier im Gange bei mir. Es ist zwar ein bisschen bedeckt. Ich hatte gehofft, es wird ein bisschen wärmer. Aber die Zeit kehrt zurück. Es wird wieder passabel warm. Das heißt, den Forest Piper treibt es wieder raus auf die Terrasse. Und das heißt für euch, dass es wieder Pfeifen-Reviews, Tabak-Reviews gibt. Dass es wieder ein bisschen verstärkt um das Thema Pfeife gehen kann und wird. Weil es heute ein bisschen kühl ist, haben wir hier kein Bier und keine Cola und nichts, sondern tatsächlich einen Kaffee. Und zwar kein normaler Kaffee, sondern Karo-Kaffee. Weil ich Karo-Kaffee einfach geil finde. Ah. Geraucht wird heute der Nashville County von HU. Viele werden ihn kennen. Und zwar wird er verraucht in meiner geliebten Red Race Devil's Cut. Ein Brocken von Pfeife. Also ich habe echt große Hände, aber das ist schon ein Humpen. Ja, also das ist kurz gedrungen, sehr kräftig. Schöner Kupferring. Ganz, ganz hübsch. Geschenkt von meinen guten Freunden. Eine Pfeife, die mich auch immer wieder von der Qualität begeistert. Red Race Pfeifen. Ich habe nur die eine, aber scheinen ganz toll zu sein. Was machen wir heute? Wir schauen uns zusammen den Frühjahr-Sommer-Katalog von Faun an. Was kommt auf uns zu? Unter meinem Vorstellungsvideo von dem Herbst-Winter-Katalog von Faun kam der Kommentar, ja, wieso machst du das? Den hat doch jetzt jeder und so weiter und so fort. Und ich habe dann nur drauf geschrieben, hey, schau in die Kommentare, da siehst du, warum ich es mache. Weil es den Leuten anscheinend gefällt und ich habe Bock drauf. Also, warum nicht? Herbst-Winter, man sieht auch sofort klassische Aufmachung, Holz, Whisky und hier vorne sieht man auch gleich die Jahrespfeife, genussvolle Verbindungen ist das Motto. Schauen wir mal rein, was sie so verbinden miteinander. Hier vorne haben wir wie immer ein schönes Vorwort des Martin Ramsauer, man kennt ihn. Ein Foto von dem guten Herrn, wie er in einer, ich würde sagen, Konditorei steht, einer Nürnberger Konditorei und sich seines Lebens freut. So, und da fängt es auch gleich an mit der Jahrespfeife 24. Unser lieber Angelo hat gesagt, einer der schönsten Shapes, die Faun je hervorgebracht hat. Oder sogar der schönste Shape. Irgend sowas hat er mal erwähnt. Ob das jetzt der schönste ist, darüber kann man sicherlich streiten. Aber er ist auf jeden Fall sehr schön, wie ich finde. Auch das Design des Katalogs, das wird sich so ein klein bisschen durchziehen. Die Verbindung Pfeife und Getränk steht hier so ein klein bisschen im Fokus. Aber das werdet ihr noch sehen. Langer
sehr schmaler Holm und man sieht auch sofort, dass sie hier wieder diese teilrustizierten oder teilsandgestrahlten Pfeifen haben, was ich ja immer sehr schön finde. Diese oben, der Kopfrand ist zum Beispiel glatt und der Rest sandgestrahlt, finde ich immer super schön. Und worauf ich ja total spinne, das ist der Grund, warum ich die Faun Kensington dreimal habe, ist diese dunkelgrüne Beize. Die finde ich ja wahnsinnig geil. Und die kommt bei der Pfeife auch super gut rüber, finde ich. Damit habt ihr jetzt schon mal die Jahrespfeife 24 gesehen. Was haben wir denn noch? Ja, als nächstes kommt was jetzt so gar nicht meins ist. Aber kann man sicherlich drüber streiten. Die Faun Felix, die ist noch ganz nett. Aber sowas hier und sowas hier ist überhaupt nicht meins. Also ich würde mir selbst persönlich niemals eine voll lackierte Pfeife kaufen. Weil du da einfach sofort jeden Fetttapser und jeden kleinen Schaden sofort siehst. Dieses Mundstück hier, ich bin mir nicht sicher, ob man es sehen kann, das ist ganz, ganz dunkles Blau. Das ist kein schwarzes Mundstück, so wie das und das obere, sondern das hat so ein ganz, ganz dunkles Blau. Das ist wieder eine coole Idee irgendwie. Hier ist die Verknüpfung mit Weißwein. Auch irgendwie, ja, irgendwie hat es ja was, aber es wäre jetzt nichts, wofür ich 250 Euro zahlen würde. Und hier haben wir was für die Kiffer unter uns. Und das meine ich nicht respektlos oder irgendwie negativ, aber sind wir mal ehrlich, was soll ich denn hier drin sonst rauchen? Das ist die Dukan. Eine Faunpfeife, die eben hier die Tabakkammer hat und hier vorne dieses Metall, das kann man rausziehen, das ist mit Gummidichtungen gemacht und da drin kann man eben den Tabak oder eben das Gras verstauen. Die Legalisierung kommt, ist von Faun ein sehr cleverer Schachzug, da auch mitzuziehen, sodass man sich auch hier was Schönes kaufen kann und nicht irgendeinen Schmarrn vom Kiosk. Sondern da kann man auch ganz in feinem, feinem Stil. Ich finde sie sehr hübsch. Für jeden ist was dabei. Klassisch glatt, schwarz oder eben braun Sand gestrahlt. Da sollte jeder, der daran Interesse hat, was finden. Kommen eben diese kleineren Filter rein. 6mm Filter kommen rein. Auch hier hat Faun den Kunden versorgt. Das heißt, wir haben jetzt hier auch schmälere Filter. Da vorne drin ist dann noch eine Kammer für den Filter und für ein kleines Reinigungswerkzeug mit so einer Transportröhre zum Zuschrauben. Ist ganz clever, ich finde die Idee ganz cool. Und ihr seht auch hier die Gummidichtungen bei diesem Deckel. Der kommt eben so hinten drauf auf die Pfeife. Also hier kommt das Mundstück ran und hier dann dieser Deckel. Und da ist eben ein kleiner Stauraum für Gras. Ich komme überhaupt nicht zum Rauchen. Also wie gesagt, ich hab nichts gegen Kiffer, es ist nicht mein Ding, aber es darf jeder machen, wie er Bock hat. Ah, dieser Tabak ist herrlich. Schöner Burley-Geschmack. Als nächstes haben wir die Faun J. Die Faun J. Ich filme auch immer absichtlich auf die Preise.
Es sind natürlich immer unverbindliche Preisempfehlungen, die hier stehen. Die Preise können sich natürlich auch irgendwann mal ändern, ist klar, so wie es immer ist. Man sieht klassische Formen. Jede Form hier hat man schon mal irgendwo gesehen. Das ist leider überhaupt nichts Neues. Und hier ist eben, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann auf dem Video jetzt. Aber das ist so ein bisschen, hat hier auf diesem Ring so ein bisschen futuristische Formen drauf. Die Verknüpfung mit Wodka Martini. Kruzifix. Ja. Ist dafür nicht besonders teuer, aber nachgeschmissen jetzt auch nicht. Aber ich hätte es jetzt schöner gefunden, wenn man jetzt nur diesen Ring gemacht hätte. Ohne diese futuristischen Zackenformen. Hier ist es gleich nochmal in braunen Sand gestrahlt. T-Verbindung. Und ihr seht schon hier diese Formen auf dem Ring aus Messing. Die finde ich jetzt schön. Wenn dieser Ring blank wäre, wäre es mir viel, viel lieber. Mich persönlich stören diese Formen so ein bisschen, die da drauf gelasert sind. Aber gut, darüber kann man sicher streiten. Das ist ja alles Geschmackssache. Von Lessing. Lessing. Finde ich jetzt wieder sehr schön. Ich bin da so ein klein wenig penibel. Ich finde die schön. Mich stört nur dieser silberne Ring. Ich finde, der bricht da so ein bisschen. Wie gesagt, die Formen, die Shapes kennt man irgendwie alle so. Das machen die ja häufig. Da hast du halt neue. Machen eine Pfeife, die es schon gibt, knallen halt ein farbiges Mundstück dran und das ist halt dann die neue Lessing. Ja, okay. Ich will nicht meckern, ich finde die ja schön, wie gesagt, aber mein Gott, die bringen ja auch eine wahnsinnige, wahnsinnige Pfeifenladung jedes Jahr raus. Da kann nicht jede Pfeife vollkommen brandneu sein, das ist auch irgendwo klar. Finde ich jetzt schön, braun-gelb finde ich eine schöne Kombination. Wie gesagt, mich persönlich stört nur dieser silberne Ring. Ich finde, der stört das Design so ein bisschen. Ich hätte da eher das Augenmerk auf das farbige Mundstück gelegt. Aber gut. Die finde ich persönlich jetzt sehr schön, den nächsten Kandidaten. Und die werde ich mir auch besorgen. Dante. Dante. Kaffee Assoziation, das kommt wahrscheinlich hier durchs Mundstück, weil es wie so ein karamelliger Kaffee aussieht. Die finde ich jetzt sehr schön. Die Verbindung von dieser Schlangenhaut Optik und dieses Kaffee-Milch-farbene Mundstück mit diesen Verläufen, die finde ich jetzt sehr schön. Ich glaube, ich hole mir hier die 5671, weil ich den Shape auch noch nicht habe. Die werde ich mir besorgen. Ist auch nicht teuer. Ich finde, da kann man jetzt preislich nichts sagen. Die finde ich jetzt sehr schön. Und dann findet man hier eben noch eine kleine Zusammenstellung von dem jeweiligen Getränk, was wir gesehen haben und welcher Tabak der Faun-Meinung nach dazu harmoniert. Tee zum Beispiel und der Oxford Blend, weil der eben auch mit Bergamotte ist ein Tabak, den ich persönlich sehr, sehr gerne rauche. Und das war's auch schon.
ein paar schöne Sachen sind drin. Also die Dante finde ich zum Beispiel super schön. Schlicht, aber trotzdem nicht ganz schlicht. Die hat es mir irgendwie angetan. Jahrespfeife finde ich schön. Würde ich mir persönlich jetzt nur für das Geld nicht kaufen, aber vielleicht kriege ich sie ja mal als Estate oder sowas. Mal gucken. Ja, das war der, das Bild passt auch zusammen, also wenn man es aufklappt. Sie gehen bei dem Katalog diese Verbindung von Pfeife, Getränk, das finde ich ganz cool, die Idee. Ja, das ist der Katalog Frühling-Sommer, Freunde. Schaut ihn euch an und es wird wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder im Sommer ein Tradition Nummer 4 diesmal Tabak rauskommen. Es bleibt spannend. Ich genieße noch mein Pfeifchen fertig, Freunde. Freue mich auf die Kommentare, freue mich auf die Reaktionen, freue mich zurück zu sein, wieder hier richtig hart mit Pfeifenvideos. Das wird spitze. Also, bitte bleibt mir treu. Prost. Auf die Community. Und bis zum nächsten Mal.